Und ja, eigentlich nicht gerade der effektivste Zauber, da er selber Blitze wirft. Kann man davon ausgehen, dass er Blitzresistenz hat. Obwohl das ziemlich gut bei ihm wirkt. Wenn ich gerade gegen die Büsche schleudern. So, da verheddert er sich kurz. Ja, und wenn die nicht reichen, nehmen wir halt noch ein paar kleine. Aber die werden wahrscheinlich leider nicht reichen. Deswegen kleine hinterher. Wow. Au. So, Heilung. Ja, und das ist übrigens der einzige Titanit-Dämon, der respawnt. Aber auch nur, wenn neu geladen wird. Also wenn man sich zum Leuchtfeuer zurückportet. So. Dann einmal wieder hier durch. Können wir die Flammenschmeißer hier einfach ignorieren? Ach nee, mach ich mal nicht. Wow. Ja, wirf ruhig deine Flammen. Ich weich dir aus. So, du noch. Die da hinten können wir ignorieren. Vorausgesetzt, wir schaffen es auf die Wurzel rauf. So, bevor sie kommen. So. Die Chaos-Eater können wir auch ignorieren. Wir wollen einfach nur hier durch die Nebelwand. Genau. Zum nervigsten und seltsamsten Boss überhaupt. So, hier rutschen wir erstmal runter. Eine nette Rutschpartie. Durch einige Zweige. Tong. Chaoswesen von Aizelith. Ja, hallo Cthulhu. Und wir können dir eigentlich gar nichts anhaben. Weil das nicht das wahre Chaoswesen ist. So. Was wir machen müssen, ist ihm ausweichen, so gut es geht. Und in diese, was ziemlich gut geht, weil die, den Händen kann man leicht ausweichen. Au. Sagte er und kriegt eine gescheuert. So, in diesen Sphären sind wir sicher. So, und in diesen Sphären müssen wir hier hinten diese golden leuchtende Wurzel wegschlagen. Und so wecken wir das wahre Chaoswesen von Aizelith. So, gleichzeitig dürfte jetzt der Boden anfangen, genau wegzubröckeln und uns in den Tod reißen. Gut, ist kein Problem. Das kann nämlich sehr leicht passieren. Nur den Blut holen wir uns, falls er da noch liegt, also unsere Seele, falls wir nicht nochmal runterfallen irgendwo, können wir uns den dann wiederholen. So, also einfach nochmal hier das ganze Spielchen. Weil das der Vorteil bei dem Boss ist, wenn wir die Sphäre einmal weghauen, also die Wurzel, dann bleibt sie auch weg. Das heißt, wir müssen das ganze Spielchen nicht nochmal wiederholen. Wir müssen das Ganze nur ein einziges Mal machen. Und dann mit der anderen Wurzel auf der anderen Seite. So, hi Jungs. Ciao Jungs. So, gleich schon mal auf Heilung wechseln. Kurz heilen.
Ein großer Blitzspeer. Und ja, Ausdauer ist bei dem Boss recht wichtig. Obwohl Feuerschutz bei ihm auch recht wichtig wäre. So, weg mit dem Chaos. Da liegt jemand. So, bevor der uns mit Blitzen bewirft. Genau, mitten in die Plauze. Ist immer schön. Oh, jetzt ist er mir aber zu nah dran. Oh, das haben wir gerade noch so geblockt. So, und einen kleinen hinterher. Gut, weg mit dir. Heilung. So, und ich glaube, die kleinen, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Also die Flammenwerfer. Da kann ich nämlich einfach durchrennen. Wieder ab durch die Nebelwand. Durchrennen ist übrigens nur eine gute Idee, wenn man die Gebiete sehr gut kennt. Ansonsten kann Durchrennen nämlich tödlich enden, wenn man sich verläuft, in der Ecke gedrängt wird und dann 10 Gegner hinter einem mehr sind, die einen dann totgänken. So. Genau. Einfach wieder hier runter. Und dann müsste das gleich wieder losgehen mit dem Chaoswesen von Aesodith. Genau. Also wie man sieht, es ist schon etwas wach. Und wir laufen jetzt hier hinten rum. Genau, dann bricht hier alles weg. Das gibt uns allerdings nichts. Wir können nämlich von... Nein, von 1 weiter. Genau, von hier aus. Können wir einfach hier reinschießen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es uns trifft, ist hier sehr gering, wenn wir an der richtigen Position stehen. So, genau. Nun haben wir die eigentliche Macht des Chaoswesens befreit. Aber gleichzeitig haben wir auch den Baum geschwächt. So. Was hat es jetzt vor? Genau. Genau, schwede nur mit deinen Armen. Und mach den Durchbruch hier auf. Sehr schön. Und jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Jetzt können wir nämlich ins Herz des Baumes vordringen. Wow. Ganz schnell. Und den Parasiten ausschalten. Ja, das ist der wahre Chaos-Dämon. Das sogenannte Bed of Chaos. Menschlichkeit. So. Viele Seelen. Müssten wir jetzt auch bekommen. Und leider kommen wir von hier aus nicht mehr zurück zu unserem Seelenhaufen. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal retour machen. Also nochmal das Ganze, dass wir an unseren Seelenhaufen kommen. So.
Aber das ist alles kein Problem. Beweglichkeit steigern. Ausrüstung reparieren ist auch eine gute Idee. Teleportieren zur Tochter des Chaos. Ja, der Boss kann auch recht nervig werden, weil er kann einen Feuersturm zaubern. Also dann schießen so Feuersäulen überall aus dem Erdboden. Und es kann passieren, dass er das gerade dann macht, wenn man in diesem Tunnel ist, wo ich gerade war. Wo man den Parasiten, das wahre Bed of Chaos besiegt hat, was eigentlich relativ lächerlich ist. Eigentlich hätte da eher ein Herz sein sollen, anstatt so eine Made. Aber naja. Das war übrigens mal die Hexe von Izalith. Und hey, ich habe genau 6000 Seelen gerade. Gut. Hier runter, wir holen uns unseren Seelenhaufen wieder, der da noch rumliegen müsste. So, die Maggots hier lassen wir, die Sonnenlichtmaden. Ihren Chef, den mit den roten Augen, haben wir ja bereits getötet. Und dadurch Solaire gerettet, indem wir die Sonnenlichtmade an uns genommen haben. So. Tschüss, Crystal Lizard. Hallo, Titanit-Dämon, mal wieder. Wow, du kannst gut springen. Komm ruhig her, trau dich. Oder bleib einfach stehen und lass dich töten. Ja, jetzt hänge ich an dem blöden Ast hier fest. Heilung war falsch. Oh. Stirb. So, Heilung. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genug Dämonentitanit. Und noch einen Fangstab. Ja, ich werde auf jeden Fall, bevor das Ganze hier zu Ende geht, noch bei Fremden einen Haufen Zeug zu verkaufen haben. Was ich allerdings wahrscheinlich Zeitraffer oder sogar rausschneiden werde. So. Dumm die da hier. Hey Jungs. Ich will nichts von euch, lasst mich in Ruhe. So. Ich will nur hier hoch. Und hier nochmal runterrutschen. So. So, genau, das Chaoswesen, das ein bisschen aussah wie Cthulhu, hängt jetzt tot hier in der Gegend rum. Ich frage mich, ob die Böen jetzt eigentlich auch immer noch ja wegbrechen. Huch. Und da hinten in der kaputten Sphäre liegt unser Seelenhaufen. Wo wir gerade so noch dran kommen. So, verlorenes Gut zurückerlangt. Raus hier. Ja, so viel dazu. Ich habe vergessen zu rasten bei der Tochter des Chaos.
So, deswegen machen wir das jetzt kurz.